Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stellaris, das Imperium. Ihr Lieben, wir spielen weiter und vielen Dank für eure Kommentare. Ich sehe es genauso, dass wir langsam in die Flotte investieren müssen, damit unser Imperium wächst. Aber wir müssen vor allen Dingen auch gucken, dass wir hier oben weiterkommen und mit den Forschungen hier weitermachen. Deswegen bleiben wir erstmal hier und erforschen hier weiter. Das ist halt genauso wichtig, damit wir hier oben dieses Imperium, was es hier ja gibt, die Wurtheokratie, ein bisschen in den Grenzen halten. So. Also, wir gucken mal weiter, wo wir hier sind. Da haben wir unsere Forschung am Laufen. Hier bauen wir die Sternbasis, dann gehen wir da oben hin, das passt. Er wird bitte einmal dahin kommen, das ist auch wichtig. Und dann hatten wir da ein Schiff und dann gehen wir mal kurz in die Konstruktionsschiffsliste. Und die Frank-Enstein ist, was machen wir? Das bist du. Und ansonsten haben wir alle zu tun. Sehr schön. Dann gucken wir mal nochmal in die Flotte rein, Flottenmanager. Wir sind, genau, das ist das eine Verstärkungsschiff hier, 20,5. Ja, es sieht bisher ganz gut aus. Also die Flotte ist erstmal stark genug. Wir könnten parallel anfangen, weitere Transportschiffe zu bauen. Das wäre wichtig. Und die brauchen wir auf jeden Fall. Die brauchen wir auf jeden Fall auch. Das sollten wir also in Nerdica ebenfalls parallel tun. So. Da gibt es die Sklavenarmee der Vryn. Basisunterhalt gesenkt, allerdings auch weniger Moral. Ja, das ist schwierig. Ich würde sagen, wir nehmen die Angriffsarmee der Vryn. Unsere Vögel können wir hier ruhig, können wir hier gut benutzen, damit sie hier kämpfen. Das sollte kein Problem sein. Okay, dann machen wir erstmal weiter und schauen mal, wie es hier läuft. Vor allen Dingen müssen wir unsere Flotte, die erste, aufrüsten. Weiter, damit wir hier in diesen Kampf reinkommen. Ihr seht's, der Gegner ist relativ stark, aber wir müssen stärker sein, definitiv. So, wir können eigentlich ein bisschen schneller machen. Und bevor wir jetzt wirklich weitergehen, werfen wir nochmal einen Blick ins Situationsprotokoll und schauen mal, ob wir hier noch irgendwas Wichtiges machen können. Da sind wir dabei. Da gibt es dort unten was. Rubrikator auch. Posierende Sterne. Hm. Anomalien sind wir dran. Okay. Alles klar. Ein Blick, was ich nochmal machen wollte, dass wir nochmal gucken, wo jetzt wirklich unsere Gesandte sind. Wir haben jetzt ein mehr. Einer ist in der Wurtheokratie zur Verbesserung. Einer baut im Makaru was auf und einmal in der Glost Corporated Allianz. Und ihr hattet auch geschrieben, wir sollten Mittel versuchen aufzubauen, damit wir unseren Fortschritt nicht verlieren. Das sollten wir wirklich mal machen. Wir haben aber nur 900. Und ich sehe das gerade hier. Ja, wir sind jetzt hier bei 65. Und wir sollten echt danach gucken, dass wir hier Mittel beschaffen machen. Und nach Möglichkeit, dass wir das hier auch machen. Mittel beschaffen, das könnten wir sogar jetzt machen. 900. Ne, haben wir noch nicht genug Geld für. Wenn wir das Geld haben, obwohl wir können mal schauen, ob wir hiervon was verkaufen. Das können wir machen. Wir können auch Mineralien verkaufen. Ja, 5000 vielleicht nicht. Wir verkaufen mal 1000 Mineralien. Und verkaufen wir 500 davon. Wir können auch durchaus mal 1000 Nahrung verkaufen. Und dann werden wir gucken, dass wir hier jetzt den Auftrag Mittel beschaffen nehmen. Nicht Mittel beschaffen. Die Schläferzelle vorbereiten. Zack. So. Denn das Thema ist halt genau aus dem Grund wichtig, dass wir den Fortschritt hier nicht verlieren. Die Makaru auf Hixam.
Wo ist denn jetzt Hixam? Ach, da oben, das ist unsere Ver... Das ist ja unglaublich. Das ist ja dreist. Unsere Agenten haben die Informationsbeschaffung abgeschlossen und ein Dossier mit gefundenen Informationen an uns geschickt. Die Makaru Partnership 5 Geheiminformationen. Dann gucken wir mal, was wir da bekommen haben. Also richtig viel noch nicht, ne? Wir sehen hier jetzt ein bisschen mehr. Erkunder, hier sehen wir ein bisschen mehr. Wir sehen jetzt ein paar Zivilschiffe von ihnen. Aber ansonsten richtig viel mehr nicht. Sehen wir denn mittlerweile mal Planeten? Das wäre mal interessant. Ne, sehen wir noch nicht. Okay, ist nicht schlimm. Dann gehen wir jetzt hier rein und werden bei ihnen die Schläferzellen vorbereiten. Dass wir auch dort... Wir können gucken, dass wir hier jemanden mit reinsetzen. Ja. Dass wir hier eben unseren Fortschritt nicht verlieren. Und wenn das hier voll ist, dann können wir durchaus mal jemanden abziehen. Ja, also, das ist halt schon praktisch, dieses Thema Schläferzellen vorbereiten. Okay. Wie sieht es hier oben aus? Da ist das Ganze unerforscht. Jawohl, da sind wir auch fertig. Wo sind denn jetzt unsere anderen Schiffe? Unsere anderen Konstruktionsschiffe? Eins ist dort. Eins ist dort. Ah, okay. Ja, eins ist da unten. Ja, alles klar. Okay, gut. Das ist natürlich auch wichtig. Bei der vermeintlichen Bergregion in der südlichen Hemisphäre von Rixam 4a handelt es sich in Wirklichkeit um ein gewaltiges, skelettiertes Überrest einer einzigen kolossalen Alien... Ach du, nicht schon wieder. Lebensform. Die Knochen sind 3 bis 4 Milliarden Jahre alt. Unsere Wissenschaftler haben jedoch ausgeschlossen, dass auf Rixam 4a zu irgendeinem Punkt in der Geschichte des Mondes Leben in dieser Größenordnung möglich gewesen ist. Wissenschaftsoffizier Palasch hat ein spezielles Forschungsprojekt vorbereitet, um dieses Mysterium weiter zu untersuchen. New Sitrep. Ja, das können wir gerne machen, würde ich sagen. Spezialprojekt untersuchen. Perfekt. So. Alles klar, wo ist denn, wieso sind die denn jetzt hier beide? Die können wir doch jetzt eigentlich vereinen. Genau, so, einmal aufrüsten, das kostet, wow, 18 Kristalle. Wir haben das beim letzten Mal ja umgerüstet und das sollten wir machen. Ja, sehr schön. Das sollte uns auf jeden Fall mehr Feuerkraft geben. So, wer ist er? Achso, die sind das. Das sind die Händler, die hier durch unser System reisen. Da sollte man nicht zu viel Fokus drauf legen. Complete. So, Agrarsubvention. Jawohl. Brauchen wir momentan noch nicht. Wir haben noch genug. Ich denke, wir werden mal das Befehlslimit der Flotte nehmen. Das finde ich ganz gut. Dann sind wir nämlich bei 70, 80, 90. Dann könnten wir eine riesige Flotte jetzt tatsächlich bauen, mit der wir dann durchs Universum fliegen. Hat natürlich den Nachteil, dass wir sehr langsam sind, weil wir keine schnelle Einsatzflotte haben. Das müssen wir halt auf jeden Fall nochmal machen. Wir brauchen noch eine Home Fleet und eine Fast Fleet. Die Home Fleet wird dann hier in Nerdica stationiert und Fast Fleet besteht halt dann nur aus kleinen Korvetten. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran. So, Makaru Partnership hat Glost Verni Corporation zum Rivalen erklärt. Okay, und das Rugevi-System ist vollständig erkundet worden. Das ist da oben. Ne, hier, ne? Ja, was ist, haben wir denn da schon wieder? Eine Space-Amöbe. Okay, dann sollten wir uns auf jeden Fall... Jetzt bin ich am Überlegen, ob es Sinn macht, sich das zu holen. Da gibt es ja keinen Planeten. Wir warten erstmal ab. Wir können ja hier in diese Richtung weitergehen. Das Problem ist, er ist schon hier. Das Ding ist definitiv strategisch der bessere Punkt für eine Verteidigung. Wenn wir hier bauen, dann haben wir schon wieder zwei Systeme. Dann müssen wir hin und her springen, müssen gucken, wo der Gegner hingeht. Hier haben wir ein System, was wir sehr gut verteidigen können. Also wenn überhaupt, dann bleiben wir dort. Okay, er geht da lang. Sipan hat eine neue Stufe erreicht. Special Project complete. Militärtheorie, sehr gut.
Wir haben die skelettierten Überreste auf Rixem 4a, die auf Rixem 4a gefunden wurden, eingehend studiert. Wissenschaftsoffizier Plush hatte daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass die Kreatur als eine Art organisches Raumschiff fungiert hat. Gomtu. In dem großen Skelett wurden deutlich kleinere Knochen von mindestens 3 verschiedenen Spezies gefunden. Wir nehmen an, dass sie von den Besatzungsmitgliedern stammen. Dieses organische Raumschiff hat aus unbekannten Gründen katastrophale Schäden erlitten und ist auf Rixem 4a abgestürzt. Wir haben zwar keine Hoffnung, die zum Aufziehen eines solchen Raumschiffs notwendige Biotechnologie zu verstehen, doch alleine das Studium dieser Knochen hat unsere Wissenschaft deutlich vorangebracht. Jawohl, 200 Erfahrung, das ist gut. Und hier gibt es mehr Forschung, auch sehr schön. Okay, was können wir mit ihr machen? Sie hat jetzt Stufe 3. Gut, dann können wir mit dir bitte einmal dorthin. Unsere Agenten stellen eine Auswahlliste potenzieller Schläferzellen innerhalb der Allianz bereit. Sie hoffen, eine Reihe geeigneter Positionen zu finden, in denen Agenten harmlos erscheinen und sich dennoch über einen längeren Zeitraum hinweg in einer ausreichenden Lage zum Zuschlagen befinden. Okay, sehr gut. Da bin ich mal gespannt. So, hier wird verbessert. Sehr gut. Wir sind bei 4000. Wow. Jetzt schon. Das ist ja der Hammer. Wie viel hat denn unser Gegner jetzt? Wir sind hier bei 2300. Ah, bei 1300. Also 3000. Ah, 3536. Dann kommen die Stationen noch dazu, unbekannter Stärke mit 2000. Boah, Wahnsinn. Also der ist schon ziemlich stark. Also da brauchen wir schon definitiv mehr. So, eine nächste Tradition. Sehr gut. Wir haben gesagt, wir gehen in Richtung Ausbreitung. Und Reichsausbreitung von Systemen um 25% reduziert. Das ist extrem mächtig. Das nehmen wir definitiv. Das sollte uns bei der Reichsausbreitung hier oben, ihr seht's, zack. Das hat uns enorm weitergebracht. Sehr schön. Okay, so. Wir können dann derzeit auch mal durch unsere Planeten gehen. Unsere Agenten erstellten eine Auswahlliste potenzieller Schläferzellen innerhalb der Makaro Partnership. Sie hofften, eine Reihe geeigneter Positionen zu finden, in denen Agenten harmlos erscheinen und sich dennoch über einen längeren Zeitraum hinweg in einer ausreichenden Lage zum Zuschlagen befinden. Bestätigt. So, wir gehen einmal kurz durch unsere Planeten durch. Nerd Prime sieht soweit gut aus. Jobs hat er noch. Wir könnten überlegen, dass wir hier einen weiteren Distrikt bauen. So, hat er Prime. 9 verfügbare Jobs. Können wir hier weitermachen? Nein. Was haben wir hier? Wir haben da nichts möglich. Wir haben genug Jobs, alles passt. Okram Prime Dienstleistung. Ja, da müssen wir gucken, ne? Dass wir bei den Bürojobs weiterkommen. Okay. So, 6% Merkmal. Wir schauen mal, ob wir hier was machen können. Auch nichts. Ja, Verwaltungsbüros, das kostet zu viel. Das können wir momentan auch nicht leisten. Wir haben genügend Wohnungen. Jobs könnte man überlegen, dass wir hier nochmal weitermachen. Ja, dann kriegen wir da ein paar mehr Jobs. Ansonsten sollte das da auch passen. Cordep Prime macht er momentan komplett automatisiert. Ah, da bin ich mal gespannt, muss ich sagen. Das ist ja nun auch ein wichtiger Planet. Gerade weil hier die Wachstumsgeschwindigkeit erhöht ist. Wie gesagt, wir lassen das mal automatisiert. Und wir sollten jetzt wirklich mal gucken, dass wir einen Industriefokus mal wählen. Dass wir sagen, wir hätten gerne den Gießereifokus. Dass wir dort nochmal einen kleinen Fokus setzen. So. Okay, weiter geht's. Erste Flotte wurde vollständig repariert.
4000. Wahnsinn. Das ist schon ziemlich mächtig, muss ich sagen. Also 4000 ist echt schon mal, ist echt schon mal eine Ansage, ne? Das muss man echt mal sagen. So, die Gute hat eine neue Stufe erreicht, alles klar. Wie sieht es hier oben aus? Unerforscht. Ja, wie gesagt, ich denke, hier machen wir nicht weiter. Das macht auch keinen großen Sinn. Ich denke, wir werden das hier mal abbrechen. Wir werden uns das nur mal aufdecken. Und ansonsten brechen wir das hier ab und erkunden auf der Seite weiter. Makaru garantiert die Unabhängigkeit der Iribot-Nexus. Ach du Scheibenkleister, ey. Was soll das denn? Von denen hier hinten, ne? Oh nein, das ist ja eine Katastrophe, ey. So, wir können mal gucken, ob wir bei denen hier... Die sind argwöhnisch. Die sind bei minus 77... Wie haben wir denn... Wie sieht es hier oben aus? Minus 7. Okay. Nicht Angriffspakt. Oh, das wäre natürlich mächtig. Das machen wir. Nicht Angriffsversprechen schließen. Dies erhöht ihr Vertrauen um uns monatlich plus 0,5. Bis zum Maximum kostet uns monatlich 0,25. Ja. Auf jeden Fall. Bestätigen. Dann gucken wir, dass wir vielleicht ein Forschungsabkommen schließen können. Effekt, schließt ein Forschungsabkommen mit dem Reicher. Beide Reiche erhalten einen Bonus bei der Erforschung von Technologien, die von anderen Reichen bereits entdeckt wurden. Wir können folgende Technologien lernen. 976, wir teilen folgende Technologien 986, erhöht unser Vertrauen um 0,1, Maximum bis 50. Das machen wir. Zack. So. Wir gucken nochmal in den Wirtschaftspakt. Solange der Handel gilt, erhalten wir monatlich 4,13 und sie 4. Ja, das finde ich jetzt noch nicht so wichtig. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig gewesen. Und wenn wir das nämlich machen, dann ist unsere Nordgrenze gesichert. Dann brauchen wir uns da... Wie bitte? Will mich veräppeln? Was ist denn... Wieso ist denn da die Makaru-Partnership? Einladung zum Forschungsabkommen, passt. Das ist ja unglaublich. Und jetzt würde ich gerne eine Botschaft noch etablieren. Richtet auf der Hauptwelt eine Botschaft ein, um die Effektivität befreundeter Gesandter zu erhöhen und geheime Informationen auszutauschen. Jawohl, einmal das bitte auch bestätigen. Und dann gucken wir mal, dass wir in ein Handelsabkommen gehen. Aktive Sensorverbindung, Kommunikation, würde er machen. Auch da bitte einmal bestätigen. So, dann gucken wir mal, ob wir hier weiterkommen. Also das ist ja jetzt der Hammer, oder? Also davon will ich... Von beiden Seiten, also ganz ehrlich, die Makaru entwickeln sich zu einer Seuche, die wir als menschliches Imperium ausrotten müssen. Wenn ich mir überlege, die sehen auch aus, als wenn man da mit dem Fuß drauf treten müsste. Unglaublich. Botschaft etabliert. Sehr gut. Das haben wir gesehen. Gott. Ach, du ahnst es nicht. Wir empfangen eine Übertragung der Xanid-Suzeränität. Anscheinend haben sie unsere Sprache erfolgreich übersetzt. Ich spreche für die Xanid-Suzeränität und ich habe eine Nachricht für eure verkommene Spezies. Solange ihr euch aus unseren inneren Angelegenheiten heraushaltet, uns unsere großartigen Anführer verehrt, Suzerän Sargs. Huktekin, könnte Frieden zwischen uns herrschen. Ja, mit solchen wie euch haben wir kein Erbarmen. Okay. Krass. Grenzen geöffnet. Okay. Effektmodell 16 könnte nur ins hat die Grenzen... Ach, du ahnst es nicht. Kennen wir die eigentlich schon? Modell 16?
Die Xanit hat es geschlossen. Rätselhaft. Modell 16 Kontinuität Wächtermatrix. Maschinenintelligenz, Anführer sind unsterbliche Maschinen. Uralte Aufseher. Dieses gefallene Reich ist eine alte künstliche Intelligenz, die nach einer Art Aufseherprotokoll arbeitet. Ach du Hans. Ihr wisst schon, dass wir das Böse am Ende sind und nicht ihr. Na gut. Mal gucken, ob das klappt. Beta Rifugi, das ist ja eine krasse. Die Xanit zur Serenität. Boah, gut, ja, wie groß die hier auch sind, ne? Wahnsinn. Und vor allen Dingen hier sind die Makaru, das ist so grausig. Wahnsinn. Also wir müssen echt, wir müssen das Schiff hier abziehen. Wir müssen den hier abziehen. Und der muss hier weitermachen. Das ist der Wahnsinn. Also wir können hier hinten jetzt nichts mehr investieren. Also Beschluss, es bleibt hier hinten so, wie es ist. Wie es aussieht, haben wir den ganzen Bereich für uns. Da kommt erstmal keiner hin. Das heißt, wir sollten... Hier gibt es ein L-Tor. Nein, hier gibt es ein L-Tor. Oh Gott. Hier gibt es ein Wurmloch. Da eventuell. Aber wir machen da jetzt erstmal nicht weiter. Wir kümmern uns erstmal um den Zweig. Der ist erstmal am wichtigsten. Und der ganze Bereich ist für mich erstmal safe. Das müssen wir jetzt erstmal so ansehen, damit wir hier wirklich weiterkommen. Obwohl einer unserer Agenten in der Allianz sämtliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat, die ihm im Zuge seiner Ausbildung beigebracht wurden, hat er Bedenken geäußert, dass eine Tarnung möglicherweise aufgedeckt werden könnte. Anscheinend kommt dies zu einem kritischen Zeitpunkt für die Operation Schläferzellen vorbereiten und daher fordert Spionageoffizier Audrey Silverstone mehr Ressourcen, mit denen sie weitere Probleme eventuell vermeiden kann. Infiltrationsstufe ändert sich, solche Risiken sind normal abgelehnt. Ja, kriegt sie. Das ist wichtig, das Thema. Und wir haben ja noch einen weiteren Gesandten. Und ein Gesandter ist hier. Der macht ja aktuell Schläferzellen vorbereiten, dass wir die hier abziehen können. Und ich würde tatsächlich, jetzt müssen wir überlegen, entweder wir schicken den hier hin. Das geht aber nicht, weil das bei den alten Reichen nicht geht. Deswegen würde ich gerne mehr von dieser Xanit-Suzerenität erfahren. Denn die Wur-Theokratie sieht für mich jetzt erstmal gut aus. Für mich ist nur wichtig, dass wir unsere Nordgrenze sichern. Ja, wenn wir dann irgendwann mal zur Endgame-Krise werden, ist das eh alles egal. Aber bis dahin ist es gut, dass wir die Nordgrenze gesichert haben und uns nur um den Süden kümmern. Die sind im Krieg. Okay. Die sind im Krieg mit der Wur-Theokratie streitsüchtig. Dann müssen wir hier definitiv ihn mal hinschicken. Das ist ja krass. Ah, deswegen sind die auch so bereitwillig dabei, uns zu helfen. Wie sieht es denn aus bei unserem mehr oder weniger Verbündeten mit dem Krieg? Beide 74%, also nimmt sich nicht das. Das sieht hier also auf einen... Ja, da hat er zwei eingenommen. Hier sind zwei eingenommen. Also das sieht so aus, als wenn das hier plus minus null ausgeht. Wie viele Planeten hat der denn? Das würde mich mal interessieren. Er hat jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Planeten. Wir haben 5. Das ist gar nicht so viel mehr, ne? Naja, spannend, ey. Das, also muss ich ja sagen, es bleibt echt... Was ist er denn hier? Okay, das gehört zur Xanit, zur Serenität. Puh, so. Nächstes Thema, Flotte. Wir haben 1400. Wir müssen das Ding jetzt definitiv aufrüsten. Wir machen hier 20 der Michendorf-Klasse rein. Wir nehmen noch weitere Zerstörer. Und dann sind wir bei wie viel? Okay, das ist also eindeutig zu viel. Dann sind wir bei 1100 und 5 Kristallen. Das haben wir. Machen wir es. 6, das haben wir noch. Zack. Einmal 10 Korvetten, nämlich eine Dorfklasse bauen, bitte. So. Aber ihr habt recht, wir brauchen mehr Planeten. Und in meinen Augen, der nächste Gegner ist ganz klar er hier. Deswegen werden wir uns darauf konzentrieren, dass wir jetzt in Richtung Spionage kommen. Ich würde nämlich gerne das hier machen, nämlich die Freibeuter bewaffnen, damit sie hier einen Verlust erlangen
erlangen. Und was wir auch machen können, ist mal mit ihm hier reden, dass wir ihm sagen, wir kennen einen guten... Okay, können wir nicht machen. Schade. Ich würde mich gerne ihn hier überfallen lassen von ihm. Das wäre halt auch nochmal spannend. Das fände ich auch nochmal gut. Ein großer Teil des Asteroiden THX-K14 wurde ausgehöhlt, um Platz für den Bau einer Art Schiffswerft zu schaffen. Letztere wurde schon vor Jahrhunderten aufgegeben und dem Vakuum des Weltraums preisgegeben. Sollte irgendetwas Nützliches übrig geblieben sein, ist es schon von früheren Plünderern mitgenommen worden. Dennoch, die Konstruktion der Schiffswerft selbst ist einzigartig und wir können von ihrem Studium möglicherweise viel lernen. Wir werden das studieren, bitte. Okay, so. Ereignis ausstehend. Hadar, hier ist praktisch fraktal. Dieselben wilden Kollisionen von natürlichen und offensichtlich künstlicher Geographie, die aus dem Weltraum sichtbar sind, werden auf der Planetenoberfläche im persönlichen Maßstab wiederholt. Es gibt Berge mit perfekten pyramidenförmigen Basen und zackige, schroffen Gipfeln. Eine raue Tundra, die plötzlich zu einer vollkommen glatten Ebene aus nackten Steinen wird, bis dies wiederum von einer anderen natürlichen Formation abgeschnitten wird. Das Nebeneinander unregelmäßiger Felsbrocken und Felsen, die zwischen perfekten Würfeln von der Größe eines Mikrochips verstreut sind. Bislang können wir nur Vermutungen anstellen, wie das geschehen könnte. Okay, sehr spannend. Machen wir da mal weiter. Und ihr Lieben, das war's für heute. Und wie es hier weitergeht, das seht ihr morgen. Und wenn ihr wollt, würde ich mich über ein Like und natürlich auch ein Abo freuen. Und wie gesagt, es bleibt spannend. Wir gucken uns, dass wir als nächstes tatsächlich den Krieg gegen die hier holen. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Vasalisierung oder komplette Übernahme der Planeten. Also, bis dahin, euer Strategien. Ciao, ciao.